Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher auf den Tribünen. Der Güterzug ist das neue Hassobjekt der Deutschen. So titelte die Zeitung Die Welt vor circa einem Jahr. Hintergrund waren massive Anwohnerproteste in Niedersachsen gegen Neubaustrecken für Güterzüge. Und meine Damen und Herren, ich halte eine solche Entwicklung fatal für unser Land, das eine Exportnation ist und gleichzeitig ehrgeizige Klimaschutzziele verfolgt. Wir wollen, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt, und wir wollen mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern. Das geht aber nur, wenn wir eine entsprechende Infrastruktur schaffen, und das wiederum geht nur, wenn wir die Akzeptanz der Bevölkerung dazu haben. Aber die Menschen sind immer weniger bereit, donnernde und kreischende Güterzüge zu erdulden. Und deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, den Schienenlärm in Deutschland bis zum Jahr 2020, ausgehend von 2008, zu halbieren. Und es freut mich daher sehr, dass wir heute mit diesem Schienenlärmschutzgesetz einen weiteren, ganz wichtigen Baustein setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Gesetz verbietet grundsätzlich den Betrieb lauter Güterwagen ab dem 13. Dezember 2020 auf unserem deutschen Schienennetz. Und wenn ab diesem Zeitpunkt trotzdem ein Güterzug unterwegs ist, in den laute Wagen eingestellt sind, so muss er so langsam fahren, dass er genauso leise ist wie ein Zug, der nur aus neuen oder umgerüsteten Wagen besteht. Bereits heute sind die Trassenpreise, die sogenannte Schienenmaut, lärmabhängig differenziert. Mit lauten Wagen langsam fahren wird die Eisenbahnverkehrsunternehmen deshalb in Zukunft zusätzlich viel Zeit und damit auch viel Geld kosten. Und das sollte zwar schon aus unternehmerischen Gesichtspunkten ein großer Anreiz sein, bis Ende 2020 alle Güterwagen umzurüsten oder durch leise zu ersetzen. Und dennoch besteht das Risiko, dass einige Unternehmer aus ganz Europa diese Umstände in Kauf nehmen und weiter versuchen, mit alten, lauten Wagen, aber dann eben mit niedriger Geschwindigkeit das Netz zu befahren. Und die Fachleute haben uns davor gewarnt, dass nämlich schon wenige dieser langsamen Züge unser gesamtes Netz schwer belasten würden, was eigentlich logisch ist, weil hinter einem lauten und deshalb langsamen Zug ein schneller Zug auch langsam fahren muss. Und das wollen wir von SPD, CDU und CSU verhindern. Unser Ziel ist, den Güterverkehr attraktiv zu machen. Deshalb ist jetzt vorgesehen, dass für solche Züge eben Einzelfahrgenehmigungen beantragt werden müssen und nicht schon im Jahr vorher der Fahrplan vorsorglich für langsame Trassen blockiert wird. Meistens wissen ja auch die Güterbahnen ein Jahr vorher noch überhaupt nicht, welche Waggons man ihnen bringt, die sie dann durch Europa ziehen sollen. Und wir wollen damit auch verhindern, dass diese Betreiber wegen manchen Güterwagen, für die es noch keine Lärmreduktion eben gibt, bestraft werden. Solche Güterwagen, das sind die hinzukommen, die technisch noch nicht umgerüstet werden können. Die Kollegin hat sie gerade angesprochen, die mit kleinen Rädern am Wagen sind. Ich habe da auch viel über die Technik lernen dürfen. Die müssen genauso umgerüstet werden wie die anderen, aber es muss zunächst eine anerkannte und zugelassene Technologie für die Lärmreduktion vorhanden sein. Und deshalb sind sie auch so lange ausgenommen, bis es diese Technik gibt. Allerdings kann man sagen, daran wird bereits mit Hochdruck gearbeitet. Und wir gehen diesen Weg zum Verbot lauter Wagen nicht alleine. Unsere südlichen Nachbarn, die Schweiz, verbietet bereits zum 1. Januar 2020 die lauten Güterzüge ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass alles, was aus Südeuropa über die Eidgenossenschaft zu uns kommt oder dorthin will, leise unterwegs sein wird. Eine sehr gute Nachricht, nicht nur, aber natürlich vor allem für uns in Baden-Württemberg. Mit
Blick auf das zukünftige Verbot lauter Güterwagen rüstet die Branche in Deutschland jetzt schon kräftig ihren Bestand um. Unterstützt werden die Unternehmen dadurch durch ein Förderprogramm der Bundesregierung mit einem Volumen von 152 Millionen Euro. Dieses Programm nutzen übrigens auch ausländische Wagenhalter, die bei uns mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind. Und durch unser heutiges Gesetz haben die Unternehmen jetzt auch die Gewissheit, dass sich ihre Investitionen in die leisere, aber teurere Technik auch in Zukunft lohnen werden. Und dass die Anreize, die die Bundesregierung schon bisher gesetzt hat, wirken, sieht man daran, dass jetzt schon die Hälfte der in Deutschland verkehrenden Güterwagen umgerüstet und damit leise ist. Mit unserem Schienenlärmschutzgesetz zeigen wir, dass unsere Politik verlässlich ist. Mit fortschreitender Umrüstung wird der Schienenlärm auch schon heute jedes Jahr ein bisschen mehr und nicht erst nach 2020 deutlich reduziert. Der Schienenverkehr in Deutschland wird leiser. Das ist unser Ziel und das schaffen wir. Und das ist die gute Nachricht des heutigen Tages an die lärmgeplagten Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Kirsten Lühmann hat als nächste Rednerin das Wort für die SPD.